Gemeinde Urnäsch sitzt seit zwei Tagen auf einer toten Leitung und kann nicht mehr über das Festnetz telefonieren. Der Swisscom scheint das aber egal zu sein. Sie reagiert nur zögerlich und ist nur über Störungsnummern erreichbar. Die Gemeinde ist stinkhässig. David Lendi. Die Urnäscher Gemeindeschreiberin Erika Weiss ist sauer. Seit zwei Tagen ist das Festnetz auf der Verwaltung tot. Jedes Mal, wenn sie die Störungsnummern von der Swisscom anruft, bleibt sie zuerst ewig in der Warteschlaufe hängen und hat es dann jedes Mal mit jemand anderem zu tun. Man kommt keine Ansprechperson über, wo man das Gefühl hat, man wird ernst genommen mit dem Anliegen. Und das ist eigentlich für mich das Problem. Und ich kann niemandem sagen, wie lange das noch dauert. Das ist auch ein Problem. Zwar liegt der Verdacht nahe, dass der Ausfall etwas mit der Baustelle vor dem Gemeindehaus zu tun hat. Nur darum kümmert, hat sich von der Swisscom bis heute Nachmittag niemand. Swisscom streitet ab. Es ist nicht so, dass man erst jetzt reagiert. Man hat schon vorher versucht, Probleme zu lösen. Oft lösen sich die Probleme lösen, indem man Umstellungen macht in der Zentrale, also dass man nicht jemanden vor Ort schicken muss. Wir versuchen immer, die Störungen so schnell wie möglich zu lösen. Leider klappt es nicht immer vom einen Tag auf den anderen. Seit dem Dienstag ist die Gemeindeverwaltung zu Urnäsch telefonisch nicht mehr zu erreichen. Darum gehen die Einwohner halt persönlich bei der Gemeinde vorbei. Heute Morgen sind gerade ein paar Leute gekommen, die gesagt haben, ja, wir können euch nie erreichen. Und jetzt habe ich gedacht, ich komme gerade selber vorbei. Ich habe gesagt, ja, siehst du noch, wie im letzten Jahrhundert. Man muss wieder persönlich miteinander schwätzen. Die Urnäscher selber nehmen es gelassen, auch aufgrund der eigenen Erfahrung. Je mehr digital Zeug, je weniger geht es manchmal. Der Leitungsunterbruch auf der Gemeinde ist aber kein Einzelfall. Auch in der Schreinerei vom Köbinef macht das Telefon in den letzten zwei Tagen kein Pieps mehr. Ja, Geschäft ohne Telefon ist einfach eigentlich fast der Tod. Aber immerhin hat Swisscom sein Festnetz aufs Handy umgeleitet. Das ist auf der Gemeinde erst heute Nachmittag passiert. Die gute Nachricht: Kurz vor Redaktionsschluss haben die Techniker den Fehler gefunden. Der Ausfall hat tatsächlich mit den Bauarbeiten vor dem Gemeindehaus zu tun. Die schlechte Nachricht: Bis die Gemeindeverwaltung wieder über das Festnetz erreichbar ist, wird es mindestens Montag.